رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، die heutige Eigenschaft über die das Kapitel ist, das wir heute lesen werden, ist Babun fil Yaqin wa Tawakkul. Kapitel über Yaqin, Glaube, wa Tawakkul und sich auf Allah verlassen. Es sind zwei Dinge, die extrem wichtig sind. Einmal natürlich, dass ein Mensch an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und fest glaubt und ein Ergebnis des festen Glaubens ist, dass man sich dann auch auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. So wie man sich auf einen Menschen verlassen würde, der neben einem steht und von dem man weiß, er hat Kraft, er hat Macht. Solange der jetzt hier neben mir ist als Absicherung, ist alles in Ordnung. Sei es bei einer Arbeit, sei es beim Bergsteigen, sei es in irgendeiner brenzligen Situation oder wenn der Fahrschüler weiß, dass der Fahrlehrer nebendran ist. Genauso, wenn ein Mensch seinen Iman so weit aufbaut, dass dieser Iman so stark wird und dieser Bezug zu Allah so stark wird, dass ein Mensch wirklich Tawakkul lernt, sich auf Allah verlassen lernt und sich dann auch auf Allah verlässt, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird dann auch seinen Erwartungen gerecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala steht ihm auch immer bei. Aber das ist dann, wenn der Glaube entsprechend ist und man sich auch tatsächlich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Da Allah subhanahu wa ta'ala spricht über Tawakkul in vielen Versen des Korans, haben auch Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hat hier in Riyadh al-Salihin das Kapitel erst mit den vielen Versen des Korans angefangen. In denen Allah subhanahu wa ta'ala über diese Eigenschaft spricht. Zuerst einmal Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Als die Gläubigen die Armeen der Mekkaner sahen, in der Grabenschlacht. Dann sagten sie, dies ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter uns versprochen haben. Und Allah und sein Gesandter haben die Wahrheit gesagt und dies hat dann ihrem Iman und ihrer Gottergebenheit nur noch mehr Kraft gegeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht auch über sie und sagt, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Wallahu dhu fadlin azim. Diejenigen, zu denen die Leute sagten, wahrlich, die Leute haben gegen euch versammelt. Daher fürchtet sie, doch dies hat ihren Iman nur noch gestärkt. Und sie sagten, Allah ist genug für uns und er ist ein guter Unterstützer. Und dann kehrten sie tatsächlich zurück mit Allah subhanahu wa ta'alas Gnade und Allah subhanahu wa ta'alas
mit Allah subhanahu wa ta'alas Geschenken und Allah subhanahu wa ta'alas Gnade, ohne dass ihnen irgendein Übel zustieß und sie verfolgten Allah subhanahu wa ta'alas Zufriedenheit, und Allah ist jemand von großer Huld. Ja, auch hier die Sahaba radiallahu anhum, egal, wenn die Leute sagten, der Feind ist groß, gewaltig, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dann Allah fordert auch in Surah Furqan auf, وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, und verlass dich auf den ewig Lebenden, der nie sterben wird. Und heute hatten wir im Koran ja auch Surah Ibrahim. Im Vers 11 sagt Allah, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Na, auch wenn man irgendeine Sache machen möchte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man soll sich erst beraten. Und dann, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, dann wenn du dir etwas fest vornimmst, dann verlass dich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, darum ist es eigentlich, dass man das Steuer aus der Hand gibt. Aus seiner eigenen Hand. Jemand, den man nicht sehen kann, aber der immer da ist. Und sagt, hier Allah, übernimm du. Ich kann das nicht, mach du. Aber das kann man erst machen, wenn wirklich der Iman so stark ist. Daher Tawakkul, sich auf Allah verlassen, ist ein Ergebnis eines starken Imans. Wenn der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala stark ist, das Bewusstsein der Gegenwart Allahs stark ist und der Macht und Kraft Allahs stark ist, dann ist dies ein automatisches Ergebnis davon. Ja, jetzt dieser Tawakkul, dieser Zustand, dass man sich immer auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, wird uns nicht nur auf dieser Welt Allah subhanahu wa ta'alas Hilfe immer zur Seite stellen, sondern auch am jüngsten Tag. Es ist ein längeres Hadith, daher werde ich es stückchenweise lesen und übersetzen. Das Hadith ist Muttafaqun alayh, wird von Imam Bukhari und Imam Muslim von beiden überliefert. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرحيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم sagt, von Ibn Abbas radiallahu anhu wird es überliefert, dass er sagte, mir wurden die ganzen Völker vorgeführt. Und da sah ich einen Propheten und mit ihm eine kleine Gruppe. Einen anderen Propheten, mit dem nur ein Mann oder zwei Personen waren. Und ich sah einen Propheten, mit dem niemand anderes war. Als dann plötzlich إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي, als plötzlich eine riesige Menge kam und ich dachte, dies ist mein Volk. فقيل لي هذا موسى, wurde mir gesagt, dies ist Musa und sein Volk. Doch schau zum Horizont. Ich schaute zum Horizont und ich sah eine gewaltige Menschenmenge. Dann wurde mir gesagt, und schau zum anderen Horizont. Und auch dort war eine gewaltige Menschenmenge. Da wurde mir gesagt, dies ist dein Volk. Und unter ihnen sind 70.000, die das Paradies ohne Abrechnung und ohne Strafe betreten werden. ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَ. Dann ist Rasulullah s.a.w. aufgestanden und in sein Haus gegangen. فغاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
Dann die Leute fingen an, untereinander zu diskutieren über diese Leute, die das Paradies ohne Abrechnung und ohne Strafe betreten werden. Einige sagten, vielleicht sind es diejenigen, die die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam waren. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. Und andere sagten, vielleicht sind es diejenigen, die als Muslim geboren wurden und die nie Allah irgendjemand beigesellt haben als Partner. وذكروا أشياء. Und sie erwähnten viele andere Möglichkeiten, die in ihren Kopf kamen. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Da kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raus und sagte: Ma alladhi takhudhuna fi? Er fragte: Worüber redet ihr denn? Fa'akhbaru, sie sagten es ihm. Faqala: Hum alladhina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Das sind diejenigen, die weder falschen Ruqya machen, noch falschen Ruqya verlangen und noch abergläubisch sind und auf Allah subhanahu wa ta'ala sich verlassen. La yarqun heißt ja eigentlich ganz allgemein, die keine Ruqya machen und auch die, die keine Ruqya verlangen, aber aufgrund der anderen Hadith, aus denen klar herausgeht, dass Ruqya per se ja erlaubt ist. Nur die Ruqya-Arten oder solche Formeln und Formulierungen, in denen Schirk drinnen ist und mit denen man nicht Allahs Hilfe nimmt, sondern die Hilfe des Shaitans nimmt oder versucht zu nehmen zumindest oder irgendetwas anderes, was Allah nicht erlaubt hat, das ist hier gemeint. Also solche Leute, die so etwas nie gemacht haben, so etwas nie verlangt haben, die auch abergläubig nicht waren, auch hier sieht man, das geht in eine Reihe, alles Dinge, die mit falschem Glauben zu tun haben und die sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen. Das letzte, ganz wichtige Eigenschaft, die diese ganzen Dinge nicht machen, sondern sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen. Denn erlaubter Ruqya ist ja sich auch auf Allah verlassen. Denn erlaubter Ruqya ist ja, dass er mit Allahs Hilfe Heilung und Schutz sucht. Von daher, das gehört sogar noch zu diesem Teil, dass man sich auf Allah verlässt. Seine Schutzsuren morgens, abends sagt, danach sich keine Gedanken mehr macht. Cruise Control. Allah kümmert sich schon um alles andere. فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das dann gesagt hatte, stand Ukasha bin Muhsin auf und sagte: Bitte Allah, dass er mich einen von ihnen macht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال انت منهم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Du gehörst zu ihnen. ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم. Dann jemand anders stand auch auf und sagte: Bitte mach auch Dua, dass Allah mich auch zu ihnen gehören lässt. Faqal sabaqaka biha Ukasha. Daraufhin sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ukasha ist schneller gewesen. Muttafaqun alayh. Ja. Hier sehen wir, Tawakkul ist eine Eigenschaft. Wer sie hat, am jüngsten Tag geht er in das Paradies, ohne dass mit ihm abgerechnet wird und ohne dass er bestraft wird. Das ist eine schöne Eigenschaft. Denn wir wissen jetzt schon, wenn Allah subhanahu wa ta'ala anfängt abzurechnen und nach allen Dingen, die wir getan haben, fragt, dann sieht es nicht gut aus. Dann haben wir ein echtes Problem. Und jetzt diese Leute, die so sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen, die dürfen einfach so ins Paradies reingehen. Möge Allah uns auch zu ihnen.